Bestellt euch jetzt mein erstes Buch Easy Cheesy und der magische Wunsch vor. Erscheinungstermin ist der 4. Oktober. Vorbesteller haben eine große Chance auf eine Erstausgabe mit geprägtem Autogramm. Den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und 7x25, das ist ja alles easy. Wo bleibt sie denn? Hä? Es ist schon früh am Morgen und sie ist immer noch nicht da. Wo ist deine Schwester? Was? Ich weiß es nicht. Sie ist gestern nicht nach Hause gekommen von der Party und es ist doch erst... Party, was? 7:30 Uhr. Erzählt, sie macht Hausaufgaben. Hausaufgaben? Wo sollte sie denn zu Freunden oder... Das gibt Ärger. Ah, da ist sie ja. Junges Fräulein. Was? Oh. Du hast mir gesagt, du gehst Hausaufgaben machen und bist die ganze Nacht da, nicht da. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Ja, ich habe halt die ganze Nacht Hausaufgaben gemacht bei meinen Freunden, deine Papa. Schwester hat... Ja, deine Schwester hat gesagt, Party. Oh, es tut mir leid. Ich dachte... Easy. Ich war in keiner Party. Nein, ich habe Hausaufgaben... Ich habe gelernt. Mhm. Papa, okay, weißt du was? 2 Monate Hausarrest. Oh! Was? Oh Mann, Gott. Du bist so eine Petze. Aber Papa, ich habe wirklich Hausaufgaben gemacht. Nein, ich will nicht bei dem Streit dabei sein. Ich gehe lieber hoch und lerne oben weiter. Wo hast du denn die Hausaufgaben, ne? Oh nein. Die habe ich vergessen. Ich geh lieber auf mein Zimmer. So, Leute, hier sind wir in Sicherheit. Ich wäre jetzt nicht in den Streit da reingeraten, die beiden. Wenn die sich streiten, nehme ich nachher die Böse. Wisst ihr, das will ich eigentlich nicht. Ich will jetzt einfach nur in Ruhe meine Hausaufgaben weitermachen. Ich muss mal gucken, dass wir hier uns hinsetzen. Weil gleich geht die Schule los und ich wollte einfach noch ein bisschen lernen für die Schule. Und ich kann ja nichts dafür, dass Sandy so lange auf Partys ist. Was ist denn, Sandy? Oh, hier. Hi. Easy, hast du die Hausaufgaben für heute? Ja, habe ich gemacht. Wieso? Ja, gibst du mir mal bitte. Was? Wie hast du die nicht selber gemacht? Easy, ich war... Was? Warte. Warte. Hä? Ich war auf einer Party und du hast mich verraten bei Papa. Ja, du wolltest mich aber auch nicht mitnehmen zur Party, weil ich zu uncool bin. Ja, aber du kannst mich doch nicht einfach verraten bei Papa. Das geht ich hab dir nicht verraten. Er hat selber geraten. Ja. Und ich habe nur gesagt, dass du... Na, Party war's. Ja, gib weißt du was? Nein, ich gebe dir die nicht. Nein. Ich gebe dir die Hausaufgaben unter einer Bedingung, okay? Ich darf heute Mittag am coolen Tisch sitzen. Mit euch coolen, okay? Bitte. Nein. Doch, dann ich kriegst darf du nicht mehr. Hey, ich darf doch nicht mit Nerds gesehen werden. Mit Nerds? Hey, da habe ich keine Hausaufgaben, ganz ehrlich. Ey. Oh. Mann, ich dachte, ich könnte einmal am coolen Tisch sitzen. Na, dann wollen wir mal zur Schule. Ach, Sandy, du kommst heute mit zur Schule? Hä? Ja, okay. Hallo, ich habe voll den Ärger vom Papa bekommen. Ich ja, muss sonst schon gehst mal du halt immer gehen. So zur dritten Stunde oder sowas. Ich habe dich noch nie in der ersten Stunde gesehen. Ah ja. Tja, ich bin halt cool und du bist halt nicht cool. Das ist halt das Ding. Ja, okay, alles klar. Wenigstens habe ich meine Hausaufgaben gemacht und bekomme keinen Ärger vom Lehrer heute. Im Gegensatz zu dir, die wieder richtig Ärger bekommt und eine 6. Und das erzähl erst mal Papa, wenn du wieder eine 6 hast. Ja? Das ist doch eh schon egal jetzt. Okay, alles klar. Dann komm mal mit rein hier ins Klassenzimmer. Guck mal, wir sind die Ersten. Oh, ich bin immer besonders früh da. Oh Gott. Nee. Du mal rein. Was? Rein. Hä? Gott, Hilfe. Willst du dich nicht so früh sehen lassen hier? Oder was ist los mit dir? Okay, dann gehe ich halt erstmal alleine in die Schule. Ich glaube, die trifft sich noch mit ihren Freunden draußen oder sowas. Aber das macht nichts, denn wir sitzen in der ersten Reihe und können heute richtig viel lernen. Das war ein schöner Schultag heute. Wir haben richtig viel gelernt und ich habe eine 1 bekommen. Leider keine 1+. Aber eine 1 ist immerhin eine 1 und eine 1 ist... Easy. Hä? Easy. Sandy, was machst du denn hier? Was? Easy. Du musst mitspielen. Papa darf nicht erfahren, dass ich eine 6 habe. Du hast eine 6 in dem Test geschrieben? Ja, du gehst alleine rein, ich komme danach. Was zum? Geh jetzt. Okay, alles klar, eine 6 hat sie einfach geschrieben. Bin wieder zu Hause. Papa top. Schön. Guck mal. Hallo. Was ist denn? Das ist mein Test, den ich heute... Die war super, die Schule. Und ich habe, guck mal, was ich für eine Note bekommen habe. Oh, eine 1. Ja. Okay. Oh, ich weiß es. Ich dass du keine Plus gehast, oder? Keine 1+, aber... Ja, das Ding ist, solange du eine 1 hast... Sandy, Sandy, die Luft ist noch nicht rein. Oh mein Gott. Halt. Stopp. Oh, warte. Was? Was war der Test? Easy hat einen Test geschrieben, also musst du auch einen Test geschrieben haben. Ich weiß nicht, welcher Test. Keine Ahnung, was du von mir redest. Ich habe keinen Test geschrieben. Lüg mich nicht an. Ich zähle bis 3 und du gibst mir den Test, ja? Nein. Sandy, lauf einfach weg. Er kann nicht beweisen, dass du dir mitgeschrieben hast. Oh Gott. Oh nein. 3. Oh. Du weißt schon, ich bin der Herr des Hauses, das ist hier. Ach Mann, Papa, ich hab vielleicht eine 6 geschrieben. Ach, vielleicht eine 6 schon wieder. Das stimmt doch gar nicht, Sandy. Du hast eine 6 minus. Eine 6 minus. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott.
Oh nein, das ist noch schlimmer. Okay, weißt du was? Oh. Für dich gibt es jetzt ab sofort, warte mal, welches Essen isst du gerne? Ich weiß nicht, lass mich bitte, weißt du, mir fällt gerade nichts ein. Ich geb dir einfach Papier zum Essen oder vielleicht, weißt du was, ich gebe dir Bücher zum Essen, vielleicht wirst du dann schlauer. Wir könnten ihr Gehirn zum Essen geben, vielleicht lernt sie dann endlich mal etwas. Nein. Ihr seid so gemein. Weißt du was, und dazu jetzt noch, du darfst, 3 Jahre lang Handyverbot. Was? Papa, oha. Das kannst du nicht machen. Wie soll sie da noch mit ihren Freunden reden? Oh, Izzy, gib mir dein Handy. Ich muss Jackie anrufen. Ich hab kein Handy. Ich hab doch auch keine Freunde. Oh, hast du das gesehen? Mega. Oh mein Gott, wieso gucken wir nicht öfter zusammen Fernsehen, Sandy? Warte, es klingelt. Oh, ja, weil du Freunde hast. Ich vergesse immer, dass du beliebt bist. Ja, tschüss, Izzy. Okay. Viel Spaß beim Ferngucken. Ich wollte eigentlich meine Hausaufgaben machen. Oh, hi. Servus. Ja, cool. Ja, ich komme sofort Freunde mit. Freunde sind da. Ja, ey, das ist mega. Coole Idee. Lass uns gleich loslaufen. Richtig cool. Kommt mit. Oh, guck mal. Sandy hat so viele Freunde. Was? Ich wollte... Wieso? Ja, du solltest auch Freunde suchen. Ich soll mir Freunde suchen? Ich wollte euch jetzt für die Schule lernen. Ja, aber das Ding ist halt so, du musst halt auch das Soziale lernen. Nicht nur Kopf lernen, so Sachen, sondern auch hier mit Menschen und so weiter, weißt du? Ja, das du ist hast wichtig. Recht. Okay. Und dir okay. Freunde suchen und so weiter. Aber mach keine Experimente an ihnen, das kommt nicht gut. Ich habe Erfahrung. Was? Experimente? Okay. Ich werde einfach versuchen, mir Freunde zu suchen. Er hat recht. Oh, guck mal, da sind Leute. Hey, ihr da drüben. Wollen wir vielleicht Freunde werden oder sowas? Hi, wartet mal. Hört ihr mich? Hey, Leute, hier hinten bin ich. Wartet mal. Hey, wo wollt ihr denn hin? Warum gehen die einfach? Wollen die nicht mit mir befreundet sein? Dann nicht. Tschüss. Dann gehen wir eben nach Hause und... Habt ihr das gerade gehört? Hilfe! Hilfe! Sandy? Ich brauche Hilfe! Sandy, bist du... Hilfe! Wo sind denn deine Freunde hin? Hallo? Was machst du denn da? Easy! Geht's dir gut? Oh Gott, Gott sei Dank bist du da. Easy, hilfst du denn? Mit? Da ist ein Krokodil, das will mich essen. Was ist da? Ein Krokodil. Wieso ist denn da ein Krokodil in unserem Garten? Oh mein Gott. Ich weiß. Warte, ich helfe dir. Oh mein Gott, Sandy. Sandy, nein, ich hab dich. Komm raus. Nein, geh da weg. Ich muss den Block hinsetzen. Komm raus. Oh mein Gott. Oh nein. Lebst du noch? Oh mein Gott, schnell weg hier. Komm, wir müssen rein. Oh mein Gott. Komm rein. Oh mein Gott, sie hat überlebt. Oh. Du bist die coolste Schwester auf der ganzen Welt. Du bist nicht weggelaufen vor dem Krokodil. Oh Gott, Sandy, ich bin so froh, dass du noch am Leben bist. Du bist auch die beste Schwester, die man sich wünschen kann. Krokodil, was ist passiert? Lass uns beste Freunde sein, nicht nur Schwestern, Izzy. Oh, du hast recht. Wir sind beste Freunde, Schwestern. Yes. Guck mal, ich habe eine Freundin gefunden. Meine Schwester. Was ist denn passiert? Alles klar, Leute. An der Stelle war es hier mit der heutigen Folge. Schaut bitte unbedingt bei Sandy und bei Tops auf den Kanälen vorbei und lasst doch da ein Abo da. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns im nächsten Video. Wünscht euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.